So, und willkommen zurück hier bei Gothic, dem Playable Teaser. Ich hoffe, wir stehen genau an der Stelle, an der wir aufgehört haben. Wie wir schon bemerkt haben, wird man nicht immer da rausgeschmissen, wo man abgespeichert hat, was mich persönlich immer extrem ärgert. Und ja, wir sind immer noch in der Medien-Kolonie. Ich glaube, dass sich so langsam der Teaser dem Ende neigt. Ich schaue jetzt bloß, hier ist der Scavenger hier weg. Jo, den haben wir gekillt, sehr schön. Aha. Da haben wir was ver. Ah, wieso zeigt er mir das immer wieder an? Ja, ich weiß es mittlerweile, wie man Tiere anlockt. Nerv mich nicht. Meine Güte. So. Jetzt. Schauen wir mal hier hoch, bevor wir in das alte Lager gehen. Diego wartet ja bereits unten am Tor. Ich vermute zu wissen, wo dieser. Könnte ich mehr schnell gehen, okay. Wo dieser Aufzug hinführt. Das ist der Aufzug raus aus der Minenkolonie. Wenn du hier hochfährst, dann ist das Spiel vorbei. Nein, hoffentlich nicht. So, geil. Ist cool. So, Aufzüge benutzen zu können. Das macht schon Spaß, muss ich sagen. So. Wo sind wir denn hier gelandet? Boah, und hier. Ist das die Barriere, die. Naja, die würde dann aber. Die könnte aber auch sehr weit weg sein. Also dieses Verschwommene hier, was so ein bisschen aussieht, als würde man in eine Öllache reingucken. Okay, unten stand kurz ein Text. Ja, danke. Ich glaube, ich spare mir das Anlocken. Sondern. Oh, das ist ein Snapper! Okay. Boah, der erste Snapper. Den sind wir auch schon begegnet. Die haben uns ganz schön die Fresse eingeschlagen. Los mit dir, komm! Oh, shit. Oh nein. Ja, den schweren Angriffen weicht er immer recht geschickt aus. Rexvieh. Das gibt's ja nicht. Wir treffen gar nichts. Ich mal ein bisschen zurück. Scheiße. Hey, das gibt's ja nicht. So, jetzt. Jetzt, komm her. Teufelsbiest. Scheiße. Okay, wir weichen wieder ein bisschen zurück. Wir müssen die Ausdauer ein bisschen im Blick behalten. Ah, schade. Eigentlich, boah, jetzt hat's geklappt, okay. Eieiei. Das sieht nicht gut aus. Ja. Oh nein. Oh, shit. Jetzt komm schon. Du regst mich so auf. Snapper.
Kommt's jetzt wirklich? So, ein Schlag noch. Nein! Scheiße, 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 scheiße. Ja, jetzt haben wir ihn. Oh, lüge ich denn? So, mal schauen. Snapperfleisch. Geilo. Eieiei. Oh, this smells awful. How can I use this garbage to lure wolves? Ja, er zeigt immer wieder die gleichen Tutorials an. Muss jetzt auch nicht sein. So, hier haben wir die Nordmannssuppe. Ja, können wir uns doch mal 3 Stück machen, würde ich sagen. So. Passt. Also, cool. For Innos. I hope it's as good as it smells. Oi, was ist jetzt Quest-Tagebuch? Achso, ja, das sind unsere alten Quests. Wird auch immer wieder aufs Neue angezeigt. Oh ja, da muss ich vielleicht kurz schauen. Snapperfleisch. Eine schnelle und nützliche Möglichkeit, Gesundheit zu regenerieren. Es schmeckt sogar besser als Scavengerfleisch. Zartes und leicht würziges Fleisch in Gastronomiequalität. Es ist die Hauptzutat von vielen Gerichten, die in der Kolonie zubereitet werden. Okay, wir haben die Flasche auch nicht mehr. Das ist hier... Ich meine, ihr habt es ja mitbekommen, das ist hier ein Fehler. Wir haben diese Quest schon erledigt. Wir haben die halt direkt erledigt bei Ori, weil wir die Weinflasche bereits hatten. Das wird uns dann noch angezeigt. Hä? Nein. So. Ach so. Oh nö, die abgeschlossenen Quests werden uns auch nochmal angezeigt. Ja, wunderbar. Ah ja, vielleicht sollten wir uns mal ein bisschen aufputschen. So. Zack, 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 zack. Zack, zack. Hey. Sind wir wieder ein bisschen geheilt. So, wo sind wir hier gelandet? Ja, den. Also, wo wissen wir? Es war dieser Geheimort, den wir schon mal entdeckt haben. Wo geht's denn hier überall lang? Hm. It's closed. I'll need something to open it. Okay, da braucht man einen Schlüssel für. Hm. Wahrscheinlich erledigen wir durch unsere Neugier die ganzen Quests, die man noch im alten Lager machen könnte, jetzt schon. So. Wir müssen dann nur noch alle erfüllen. Ich meine, ist ja auch nicht schlecht, aber bevor wir jetzt hier... Ich meine, es ist eine Demo und die... enden ganz gern abrupt und bevor wir jetzt hier irgendwas verpassen, weil wir zu früh ins alte Lager gehen, schaue ich lieber mal nach. So, da ist eine Truhe. Pfeil, Münze, Königsbier, okay. Nichts Besonderes, aber immerhin. Immerhin etwas. So, da unten müsste ein Rudel Wölfe sein. Zuerst holen wir uns noch... Oh, Essenz der Heilung, geil. Nice. Nice, 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 sofort. Yep, die nehmen wir gleich zu uns. Die erhöht ja unsere maximale, unsere maximalen Trefferpunkte. Und jetzt zerficken wir die Wölfe. So, eins. Okay. Ah, shit. So, und jetzt der letzte. Ja, Wölfe sind überhaupt gar kein Problem mehr. Zack, oh ne, schade. So, wunderbar. Das war easy, einfach alles einstecken. So. Ich bin gespannt, ob wir es vielleicht doch schaffen, eine Stufe aufzusteigen. Also wenn so, wenn man in dem Tempo im Spiel anfangs schon aufsteigt, dann finde ich das etwas heftig. So, genau. Und hier ist ja der Weg, den wir ursprünglich... Es tut mir leid, ich muss. Mit der Aussicht.
Oh Gott. Ah, das ganze Königsbier muss wieder raus, ey. Boah. So. Ach, das seht das seht ihr jetzt gerade nicht, aber ich habe eine Errungenschaft freigeschaltet. Geil. Ein Moment der Entspannung. Wahrscheinlich muss man da verhältnismäßig oft in so einen Pott pinkeln. Ah, hier geht's nach unten. Okay, da ist noch ein Scavenger. Komm her, Junge. Komm, lass dir mal richtig schön auf die Fresse. Ich muss schon sagen, die Biester sind ganz schön schnell. So. Zack. Ah, schau. Oh, shit. So. Zack, jetzt haben wir es. Bisschen mehr Risiko. Mit ein bisschen mehr Risiko sind die Viecher kein Problem mehr. So, was haben wir hier Schönes? Auf jeden Fall ein Kreuz. Scheint ein Grab zu sein. Ich denke mal, das Gipfelkreuz wird es nicht sein. Gut, da oben ist noch eine verschlossene Tür. Vielleicht kommen wir hier nochmal her. Dürfen den Bereich erkunden. Ich weiß nicht, ich habe es einfach so im Urin gerade, dass dieser Playable Teaser jetzt dann bald zu Ende sein wird. Leider Gottes. Leider Gottes. So, wo geht's hier runter? Oh. So. Schwupps. Oh yeah. Geil. Eine weitere Truhe, die ist verschlossen. Das ist kein Problem. Wir haben den Dietrich. Also, komm, sperr sie auf. Sperr sie auf, Junge. So. Was ist drin? Rezept. Kapdun, Rinderbraten, Spitzhacke, Erzbrocken und Reisschnaps. So, da fallen wir vielleicht nicht runter. Wäre, glaube ich, ganz geschickt. Schauen wir uns das Rezept mal kurz an. Nee, das ist das Falsche. Hier, Rezept Kapdun, Rinderbraten. Darin wird erklärt, wie man Kapdun, Rinderbraten zubereitet. Und das steht jetzt im Glossar drin. Erhöht die Lebenskraft vorübergehend um 25. Kapdun Rinderbraten, eines der nahrhaftesten Rezepte, die es in der Kolonie gibt. Die lebende Wirkung ist spektakulär. Öl, Salz, Pfeffer und aromatische Kräuter nach Wunsch in einen kleinen Topf oder eine Schüssel geben. Das Fleisch 15 Minuten lang darin braten. Ein Gebet an Innos schicken und dann die Hitze verringern. Etwa eine Stunde lang weiterbraten und nach dem nächsten Gebet die Hitze noch weiter verringern und 2 Stunden lang weiterbraten. Das Fleisch nach dem Braten mit Alkohol flambieren, vor dem Servieren 30 Minuten lang ruhen lassen. Salz, Wasser, Gewürze und 4 frische Blaubeeren in einen Kochtopf geben. Aufkochen lassen und dann 20 Minuten lang schmoren lassen. Zum Abkühlen vom Herd nehmen und bis zur gewünschten Konsistenz zermahlen. Den Gästen mit den entsprechenden Gebeten an die gewünschten und zuständigen Götter servieren. Sieht alles sehr schmackhaft aus. Und wir können es auch schon zubereiten. Wir müssen nur schnell zurück zum Kochtopf. So, hier geht's nicht. Nee, das teste ich auch jetzt gar nicht aus. So. Wo mit dir? Ein sehr religiöses Gericht, wie es erscheint. Ein Haufen oft beten muss. Wenn ich koche, sollte man auch ein Stoßgebet in den Himmel schicken, damit das schmeckt. Das sieht auch geil aus, da will ich unbedingt noch hin. Hoffentlich finden wir da bald den Schlüssel dazu. So, Lagerfeuer und... Ja, machen wir halt auch. 1, 2, 3. So. Super Sache. Jetzt glaube ich, sind eh unsere Blaubeeren alle. Schauen wir nochmal kurz. Zack. Kapdun Rinderbraten, ein bescheidenes Gericht von einem bescheidenen Volk, das aber eine bedeutsame gastronomische Tradition pflegt. Eine Wirtschaft, die auf Jagd und Fleisch basiert, führte zur Schöpfung dieses Gerichts aus flambiertem Fleisch mit Blaubeerenpüree. Eines der nahrhaftesten Rezepte, die es in der Kolonie gibt. Die belebende Wirkung ist spektakulär. So, ich bin nicht so der Fan davon, wenn wir... ...so wenig... Leben haben.
So, jetzt passt's. Jetzt ist wieder in Ordnung. Ja. Ich würde sagen, wir haben das Beste aus allem bisher gemacht. Meine Fresse, wie die Zeit immer vergeht beim Zocken. Das ist wirklich grauenvoll. So. Dann machen wir uns mal auf zum Tor. Oh, wer ist das? Bloodwin. Das ist mein Name. Boah, wie sieht denn der aus? Oh, hi, Bloodwin. I didn't expect to see you here. I thought Gomez was going to send Jackal. Nah, Jackal has to supervise the South Zone. So it's my turn to control the North Access to the Exchange Zone. And who the hell is this? Another of your clumsy apprentices? I hope this one at least knows how to hold a sword. Yeah. I can defend myself better than you think. Trust me. Yeah, he's right. So far he's survived his first day, which is no mean feat. Anyway, are we going to the old camp now? No, Diego, I can't leave yet. I have to settle a debt with Drax in Radford as soon as possible. This new camp crap is really insistent, you know? Das wäre Antilogue. Wer sind Drax und Radford? Who are Drax and Radford? They are new camp hunters who normally work near the north gate of the old camp. And like good new camp scum, they can't be trusted. Yeah. They'll try to stab you in the back as soon as you turn around. Ein Soldat des alten Lagers hat Schulden im neuen Lager? An old camp soldier in debt to the new camp. Strange, isn't it? Watch your tongue. I'm an old camp guard, not one of your kindergarten friends. I don't have to give you any explanation. I need snapper meat and a wolf tusk, that's all. That was the agreement. The sooner I fulfill it, the sooner I'll forget about them. Well, I think you got a mission, rookie. Wait, what? Don't worry, Bloodwin. He'll bring you what you owe. Are you kidding me? This guy could barely kill a cockroach. Hello, I'm here. Believe me, he has several hidden virtues. He only needs training, that's all. Have you seen any wolves or snappers nearby? Yeah, at the top, near the watchtower. I saw a wolf, and around the area, a snapper trying to catch some unsuspecting animal. What the hell is a snapper? You know, the snappers. You fought them last night. They're a little bigger than the scavengers. Don't worry, I'm sure you can handle them. Well, naturally, the scavengers are the snapper's menu. Anyway, it'll be fun to see what you can do, kid. Bring me the snapper meat and the wolf's tusk, and we'll keep talking.